Hallo, mein Name ist Bernd, bin Schauspieler und ich habe Angst, dass man in Deutschland nicht mehr einfach irgendeinen Blödsinn in die Kamera sprechen darf, ohne direkt ein Gesprächsangebot von Jens Spahn zu bekommen. Das war satirisch. Herzlich willkommen zu Extra 3. Am meisten Aufmerksamkeit bekommen ja regelmäßig die Menschen, die laut sagen, dass man ja gar nichts mehr laut sagen darf. So ist es auch aktuell. 53 Schauspielerinnen und Schauspieler haben ja unter dem Motto "Alles dicht machen, provozierend ironisch" die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung kritisiert, in einer, wohlgemerkt, und das ist wirklich wichtig, in einer Kunstaktion. Mein Name ist Jan-Josef Liefers, ich bin Schauspieler. Ja, es war Kunst. Und selbstverständlich dürfen Künstler, aber auch Jan-Josef Liefers, der Meinung sein, dass die Bundesregierung auf die falschen Expertinnen und Experten hört oder, wie er es ironisch ausdrückt. Schließlich wissen nur ganz wenige Spezialisten, was wirklich gut für uns ist. Ja, stimmt. Ich schlage vor, lasst uns einfach mal tauschen. Jan-Josef Liefers wird Corona-Spezialist und Christian Drosten und Melanie Brinkmann bilden das neue Ermittlerduo im Tatort. Ich kann mir gut vorstellen, was da passiert. Die Infektionszahlen explodieren und der Tatort wird besser. Aber egal. Sie haben eben versucht, eine Satire zu machen. Das ist legitim. Und die Kritik, wenn ich das richtig verstanden habe, die Kritik ist ja, dass es keine breite öffentliche Debatte gibt über die Sinnhaftigkeit der Einschränkungen. Und das stimmt. Außer in etwa 1000 Satire-Sendungen, 30.000 Talkshows, 2 Millionen Zeitungsartikeln und 1 Milliarde Social-Media-Posts seit einem Jahr. Aber sonst nichts. Gar nichts. Schweigen im Walde. Ah nee, vergangene Woche wurde das Infektionsschutzgesetz im Bundestag verabschiedet. Da kamen jede Menge kritische Stimmen zu Wort. FDP, Linke, AfD, alle haben sich kritisch geäußert. Auch wenig später im Bundesrat gab es da nochmal Kritik von Unions- und SPD-Ministerpräsidenten. Und zwar nicht zu knapp. Die Bild-Zeitung hat sogar von einem Einsperrgesetz gefaselt. Aber die liest ja keiner. Zumindest nicht diese 53, die uns weismachen wollen, dass in Deutschland alles gleichgeschaltet ist. Eine eigene Meinung zu haben, ist momentan tatsächlich krass unsolidarisch. Ja, dass die Regierung seit Monaten nonstop kritisiert wird, das haben diese Menschen nicht mitgekriegt. Aber das kann eben passieren, wenn man mehr aus dem Fernseher rausguckt, als reinguckt. Unterm Strich waren es jedenfalls einfach ein paar Statements, manche mehr, manche weniger misslungen von Menschen, die Triage für eine Yoga-Übung halten, aber natürlich darf man sowas sagen. Oder? Da sollte doch Einigkeit bestehen, dass man sowas sagen darf. Also wenn zum Beispiel ein Rundfunkrat des WDR in Gestalt des SPD-Manns Gareld Dün fordert, Liefers solle im WDR wegen seiner Meinung seinen Job verlieren, dann frage ich mich, was soll das? Was will der Dün? Dass Liefers im Münster-Tatort erschossen wird und sich selbst in seiner letzten Folge obduziert? Zur Erinnerung, ein Rundfunkrat hat beim WDR die Aufgabe, ich zitiere, die Vielfalt der Meinungen und Bedürfnisse der BürgerInnen in die Arbeit des Senders einzubringen. Zitat Ende. Das heißt, wenn Gareld Dün fordert, jemand solle gefeuert werden, weil er eine abweichende Meinung vertritt, dann kommt er seiner Aufgabe als Rundfunkrat nicht nach und sollte vielleicht als Erster gefeuert werden. Oder war auch das schlechte Satire? Nach der Aktion Alles dicht machen haben ja Ärztinnen und Krankenhauspersonal die Initiative Alle mal eine Schicht machen ins Leben gerufen und laden ein, sich die aktuelle Situation in Krankenhäusern anzusehen. Ärzte und Krankenhauspersonal, das sind übrigens Menschen, auf die meines Erachtens tatsächlich viel zu wenig gehört wird. Egal wie sehr sie warnen, es hört irgendwie keiner richtig hin. Ist das eigentlich immer so? Wenn Corona eine Zombie-Apokalypse wäre. Herzlich willkommen zu unserer Krisensitzung Nummer 446 wegen der dritten Welle der Zombie-Apokalypse. Ich begrüße Herrn Betzberger vom Arbeitgeberflügel, meine Assistentin Frau Kersten, kennen Sie ja schon. Komisch, sollte dieser Intensivmediziner nicht auch kommen? Ja, ich bin auch hier, Frau Bürgermeister. Ja, egal. Und wo ist der Köpke von der SPD? Der ist noch draußen, aber ich glaube, wir können ohne ihn anfangen. Gut, dann legen wir los. Gibt es irgendwelche Wortmeldungen? Ja, die Infektion mit dem Zombie-Virus geschieht ja durch Bisswunden. Und in keine Wortmeldung. Gut. Unser Ziel sollte sein, die Zombie-Apokalypse in den Griff zu bekommen, ohne die Wirtschaft unverhältnismäßig stark zu belasten. Herr
Benzberger. Ja, wir müssen dringend aus diesem übertriebenen Lockdown raus. Deswegen schlage ich vor, dass wir bei einem Inzombidenzwert unter 100 Zombies pro 100.000 Einwohner schrittweise lockern. Nein, das Zombie-Virus ist hochgradig ansteckend und nur ein knallharter Lockdown. Gab es nicht auch Stimmen, die einen knallharten Lockdown fordern, Frau Kersten? Ja, die Initiative Zero Zombie, gerade weil es ja Schwierigkeiten mit dem Impfstoff von AstraZeneca gibt. Jetzt mal eins nach dem anderen. Wir müssen jetzt zuallererst die Baumärkte und die Gartencenter öffnen. Und diese Zombies, die sind ja so langsam, da kann man ja rechtzeitig die Tür zumachen, wenn da einer ankommt. Nein, durch die neue Mutante sind die Zombies viel schneller geworden. 90% der Infizierten auf meiner Station. Hat nicht irgendwer neulich bei Lanz gesagt, die Zombies wären schneller geworden? Moment mal, Frau Kersten, holen Sie mir doch bitte mal meine Flusenbürste aus dem Auto. Okay. Sind Sie verrückt? Nein, Sie gehen da nicht raus. Also der ist schon mal schneller als Frau Kersten. Ja. Ja. Wahrscheinlich hatte sie auch eine Vorerkrankung. Nagelbettentzündung. Ja, oder Fußpilz oder so. Das hört man ganz oft, ne? Ja. Mhm. Jetzt hat er sich aber erwischt. Ja. Hätte sie doch lieber Homeoffice gemacht. Wobei, da war ich ja gegen. Egal. Das ist sicher ein Einzelfall. Außerdem weiß man ja gar nicht, ob sie an oder mit Zombiebissen gestorben ist. Jetzt reicht's aber. Draußen ist Apokalypse und ihr ignoriert alle wissenschaftlichen Fakten. Na gut, dann öffnen wir halt. Wird schon gut gehen. Hauptsache die Wirtschaft läuft. Hey! Sag mal, beachtet jetzt keiner mehr uns Wissenschaftler oder was? Ein Film von Dennis Gaub und Jesko Friedrich. So eine Ministerpräsidentenkonferenz hat es auch schon lange nicht mehr gegeben, wie diese Woche den Impfgipfel. Der bayerische Ministerpräsident sprach sogar von einem Gipfel der Hoffnung und die Kanzlerin schloss sich ihm explizit an. Ein Gipfel der Hoffnung, das ist Teil 3 der Corona-Wars-Trilogie nach Die Rache des Virus und Die Mutante schlägt zurück. Nun der dritte Teil der Pandemie-Saga, ein Gipfel der Hoffnung. Spätestens im Juni soll die Priorisierung bei den Impfungen aufgehoben werden. Das heißt, schon im Juni könnten zum Beispiel alle Berlinerinnen und Berliner die Chance bekommen, ein Impfangebot auszuschlagen. Toll. Es wird ja auch wieder viel über Impfprivilegien diskutiert. Dabei sind es, wie wir alle wissen, keine Privilegien. Es sind Grundrechte, die dann eben erstmal für Geimpfte, Genesene und Getestete gelten. Aber wenn die schon mal anfangen, wieder einzukaufen, Restaurants zu besuchen, ins Theater zu gehen und die Wirtschaft in Schwung zu bringen, dann wüsste ich nicht, was dagegen spricht. Im Ernst, was soll der Neid? Wenn ich mit gebrochenem Bein zu Hause sitze, dann bringt es mir ja auch nichts, wenn die ganze Familie das ebenfalls tun muss. Aber ich denke, es wird ohnehin noch ein bisschen dauern, bis das alles ganz reibungslos funktioniert. Dafür sorgt die deutsche Bürokratie. Darauf ist Verlass. Martina Hauschild hat auch diese Woche wieder ihre ganz persönlichen Corona-Geschichten zusammengestellt. Der reale Corona-Irrsinn. Jackie Pramel arbeitet als Pflegekraft in Kempten und hat deshalb Priorität 1 bei der Corona-Impfung. Und sie freute sich auch schon über einen Impftermin. Der erste Termin wurde dann leider 24 Stunden vorher per SMS abgesagt, weil der Impfstoff alle war. Okay, das ist Pech. Aber sie bekam einen neuen Termin und war auch schon im Impfzentrum Kempten. Nur dann... Die Vorzimmerdame meinte dann, meine Arbeitgeberbestätigung wäre nicht mehr aktuell und eventuell würde ich ja da gar nicht mehr arbeiten oder ich würde mir die Impfung einfach nur erschleichen. Frau Pramel wurde zwar nicht geimpft, aber der Impftermin galt laut System nun als wahrgenommen. Und deshalb? Deshalb musste ich dann meinen zweiten Termin telefonisch absagen und das bedeutet wieder 3 Tage in der Warteschleife bei der Impfhotline für eine Absage. Okay, das dauert wohl noch. Schauen wir uns so lange das Corona-Regel-Chaos im schleswig-holsteinischen Krummesse an. Das Rathaus von Krummesse liegt im Kreis Lauenburg. Hier gelten gerade harte Kontaktbeschränkungen. Und die andere Straßenseite gehört zur Hansestadt Lübeck. Hier ist gerade Easy Living. Wir dürfen Party machen, wir laden dich am Wochenende ein. Und wir grillen hier, machen Lagerfeuer im Garten hier. Und du darfst hier von dieser Ecke zugucken. Bedauerlich, wir würden dich gerne einladen, aber so sind die Zeiten. Ja,
Deshalb muss im Lauenburger Teil von Krummesse diese Kneipe dicht machen. Aber zum Glück kennt der Bürgermeister einen Schleichweg in den Lübecker Teil von Krummesse, wo Außengastronomie erlaubt ist. Da müssen wir ja noch ein bisschen Kaffee und ein Stück Kuchen haben. Ja. Dr. Böhn in Schifferstadt wundert sich gerade auch über eine Corona-Maßnahme. Der Kinder- und Jugendarzt bekam bisher für seine Patienten ab 16 Jahren Impfstoff von BioNTech. Aber jetzt AstraZeneca. Was soll ich mit dem AstraZeneca-Impfstoff, der über 60-Jährige zukommt? Wir dürfen und können den Impfstoff bei 16-Jährigen nicht verimpfen. Egal, den habe ich zu nehmen. Es ist ja hier kein Wunschkonzert. Sagt der Apothekerverband Rheinland-Pfalz. In dieser Woche bekommt Herr Böhm zwar ausschließlich BioNTech, aber... Was ich dann die Woche darauf bekomme, weiß ich nicht. Wenn es dann AstraZeneca wird, ich verspreche Ihnen, ich rufe den Jens Spahn persönlich an. Na, Frau Prame, hat's mit dem dritten Impftermin geklappt? Oh, auch abgesagt. Und der vierte Termin? Der Termin wurde dann wieder abgesagt, weil diesmal AstraZeneca nicht mehr für Frauen unter 60 verimpft werden sollte. Aber der fünfte Impftermin hat geklappt. Freut sich auch ihr Freund. Mit ein bisschen Glück hast du in ein paar Wochen dann auch schon deinen zweiten Termin. Yeah. Super. Da drücken wir auch ganz fest die Daumen. Der zweite Corona-Jahrgang macht seine Abschlussprüfungen und Schule hat leider nicht mehr viel mit dem zu tun, was sie vor Corona war. Alkohol, Eskapaden, Kiffen. Wilde Sexorgien, aber reden wir nicht über die Lehrer. Es soll um die Schülerinnen und Schüler gehen, die ihre Abschlussprüfungen machen, nach einem Jahr, in dem größtenteils zu Hause gelernt werden musste. Dass die Prüfungen stattfinden, ist natürlich klar, denn wir sind in Deutschland. Und wenn das Virus lernt und mutiert, müssen es die Schüler auch. Logisch. Die Prüfungsaufgaben sind aber an die aktuelle Situation angepasst worden. Etwa wie viele Menschen dürfen in einen Raum von 20 Quadratmetern, wenn sie zu allen anderen 1,5 Meter Abstand halten müssen? Oder erläutere, wie Marques Liebe in Zeiten der Cholera in die heutige Zeit passt. Oder was hast du trotz der immer wieder abbrechenden Internetverbindung dieses Jahr im Online-Unterricht mitbekommen? Notiere in drei Sätzen. Leider sind die Aussichten für die Zeit nach der Schule auch nicht allzu rosig. Der Ausbildungsmarkt leidet natürlich ebenfalls unter dieser Pandemie. Und sobald dann irgendwo nur drei Jugendliche zusammenstehen und sowas Verrücktes machen wie lachen, dann heißt es direkt, oh, verantwortungslose Jugend, illegale Corona-Party. Dabei ist es doch so, Querdenker, das sind andere. Ja, Querdenker sind meistens Boomer. Die Jungen hingegen haben sich wirklich zum allergrößten Teil bislang vernünftig und diszipliniert verhalten, um die Älteren zu schützen. Das verdient Respekt. Ich meine, die Zeit geht ja auch für junge Menschen langsamer voran als für Ältere. Wissen Sie auch noch, wenn man früher 6 Wochen Sommerferien hatte, dachte man, diese Zeit geht nie vorbei. Wenn man so alt ist wie ich, denkt man, 6 Wochen, das sind gerade mal 20 neue Corona-Regeln und 300 Mal Karl Lauterbach in der Glotze, dann ist die Zeit auch schon rum. Wenn man 55 ist und ein Jahr im Leben verpasst, dann sagt man, was soll's. Wenn man in der Pubertät ist, dann verpasst man ein ganz entscheidendes Jahr. Wie oft im Leben ist man in der Pubertät? Bei mir war es höchstens 3 bis 4 Mal. Und man hat auch in dem Alter auch ganz andere Bedürfnisse. Bei uns im Alter, wir wollen ja noch ganz viel. Wir sind ja noch nicht so, dass wir sagen... Wir sind noch nicht so häuslich, heimelig, sondern wir wollen einfach raus. Wir wollen was erleben, was sehen und das wird uns schon irgendwie weggenommen. Tja, ich kann das gut verstehen. Alles, was Jugend ausmacht, ist nicht möglich. Tanzen geht nicht, Party geht nicht. Auch sich kennenlernen, Nähe, knutschen. Ne? Sie war 17 und der Abstand war 1,50. Oder Work and Travel. Abenteuerreisen nach Australien. Mal was Verbotenes tun. Reisen und was Verbotenes tun, das heißt im Moment... Nach 22 Uhr ohne Hund zu zweit um den Block gehen. Bitter. Hier ist unser Song der Woche, natürlich von Dennis und Jesko. Kaub und Friedrich. Chantal. Ja? Heu leise. Es war noch niemals leicht für Jugendliche schon vor der Pandemie. Zusammenfassend kann man aber sagen, so gearscht waren sie noch nie. Homeschooling nervt doch nur. Was gelernt, viel Spaß noch beim Abitur. Schule auf, dann wieder zu. Schule auf, dann wieder zu. Du willst feiern mit deiner Crew. Doch die Clubs, die sind alle zu. Zu Haus deine Eltern und du. Und es gibt keine Party. Oh Corona, Corona, Corona. Und es gibt keine Party. Alle Alten sind geimpft und voll.
voll am Start und du kriegst nicht mal die Klassenfahrt. Die Studis sind auch von der Rolle kein Spaß und kein Nebenjob. Ich war ja Bardame. Auf zu viel Geld für die armen Studis hat die Kali-Check keinen Bock. Mit Ausbildungsplätzen ist auch voll mau. Aufstiegschancen so klein wie beim HSV. Wohnen ist teuer wie Schwein, zieh wieder zu Hause ein. Du bist fit so wie ein Turnschuh, aber Sport ist grad voll tabu. Die Politik hört dir auch nie zu und ist nicht so empathisch. Wie alt bist du? 12. Naja, gut. Boah. Und es gibt keine Party, du willst die Welt sehen, doch die hat zu. Wer ist jung und sieht alt aus, du? Ja, die meisten Älteren sind ja jetzt geimpft und dürfen bald wieder raus. Und ich habe es eben schon gesagt, das ist prima. Ich gönne es allen von Herzen, wirklich. Die Jugendlichen müssen noch etwas warten. Da könnte es ja vielleicht mal eine nette Aktion geben. Wenn man das erste Mal wieder beim Italiener ist, danke Jugend, den ersten Grappa trinken wir auf euch. Oder ich würde vielleicht sogar noch weitergehen. Vielleicht sollte die ältere Generation im Gegenzug jetzt auch mal für die Jüngeren auf Reisen, Fleisch und Autofahren verzichten. Denn diese Jugendlichen, machen wir uns nichts vor, die werden ohnehin die Probleme lösen müssen, für die wir zu faul waren. Wir hinterlassen eine kaputte Umwelt, kaputte Schulen, eine gespaltene Gesellschaft und einen Schuldenberg bis zum Mond. Seien wir mal lieber nett zu den Jungen, oder? Deshalb hier an dieser Stelle von mir Danke. Wollte ich einfach mal sagen. Und wo erreicht man die Jugendlichen besser als um 23 Uhr in einem dritten Programm des deutschen Fernsehens? Weitere TV-Highlights jetzt in Abgehakt, die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren, und damit ganz herzlich willkommen zu den Nachrichten. Große Sachsen-Visite in Moskau. Aber wieso fliegt denn Ministerpräsident Kretschmer da gerade jetzt hin? Russlands Truppen kurz vor der Ukraine salutieren? Nee. Kreml-Kritiker Nawalny im Straflager trösten? Auch nicht. Was dann? Wir wollen zusammenarbeiten. Wir wollen, dass Wirtschaft, Wissenschaft, die Kultur zusammenkommt. Russland ist unser natürlicher Partner. Ach, natürlich. Und dann muss man natürlich auch eine Ausstellung mit einem zynischen Titel eröffnen. Träume von Freiheit heißt die Ausstellung, die helfen soll, Brücken zu bauen. Ja, Freiheit. Davon träumt der Nawalny auch. Diese Ausstellung ist ein klarer Beleg dafür, was uns verbindet. Unsere gemeinsame Kultur, unsere gemeinsamen Werte. Ach, die Werte. Darüber hat Kretschmer dann auch mit Präsident Putin gesprochen. Aber natürlich nur am Apparat. Ortsgespräch mit dem Präsidenten. Toll. Und auch billiger als von Dresden aus. Neuigkeiten vom Luxusverein. Der FC Bayern München wird ab der nächsten Saison von Julian Nagelsmann trainiert. Die Ablöse sprengt alle bisherigen Dimensionen. Man redet von 20, 25, vielleicht sogar 30 Millionen. Ach, 30, 40, 50, was tut man nicht alles, um die Bundesliga noch langweiliger zu machen? Ein Traum. Julian ist auf mich zugekommen mit dem Wunsch, er möchte sich seinen Lebenstraum erfüllen und Trainer des FC Bayern werden. Ach, als Leipziger Lokaljournalist hätte man dem einfach gesagt: So, Träume sind wunderbar, wir erfüllen aber hier keine Träume. Ich persönlich wäre auch gern Chefredakteur beim Playboy, bin es aber nicht. Ich bin Chefreporter bei der Leipziger Volkszeitung. Ja, ärgerlich. War sonst noch was? Ach ja, Besuch auf der Oberleitungsteststrecke für LKW bei Lübeck. Kleines Problem allerdings. Schleswig-Holstein hat seit Jahrzehnten keine Straßenbahnen und damit fehlen hier Oberleitungsexperten. Na, aber Ost sei Dank erledigen das ja Kollegen aus Schwerin. Als wir das erste Mal hierher kamen, haben sie gesagt, endlich kommt mal jemand, der Ahnung hat. Da haben wir auch gedacht, oha, sag mal lieber nicht. Ja, stimmt. Da sagt man besser nicht. Abgehakt von Boris Rosenkranz. Wenn es was gibt, was in der Corona-Zeit so richtig beliebt geworden ist, außer Binge-Watching und Alkohol am Vormittag, da sind es Haustiere. Immer mehr Menschen schaffen sich Haustiere an, zum Beispiel Hunde. Viele sind auf den Hund gekommen, noch viel mehr sind in Scheiße getreten. Aber ich kann es niemandem verübeln, dass man sich nach Nähe sehnt in diesen Zeiten. Manchen geht es vielleicht auch nur darum, im Homeoffice den Hund anschauen zu können, wie er sich gerade im Schritt leckt, um sich dann zu denken, okay, ganz so verwahrlost bin ich noch nicht.
Es ist inzwischen verdammt schwer, einen Hund zu bekommen. Welpen gelten als das pelzige Gold. Die Preise steigen in unglaubliche Höhen. Wenn man früher strunzen wollte, wie viel Kohle man hat, hat man sich einen Ferrari gekauft, heute einen Pudel. Und auch in den Tierheimen hat sich etwas verändert. Es soll da Papageien geben, die haben sich selbst das Bellen beigebracht, um als Hund vermittelt zu werden. Seit Beginn der Pandemie ist das Interesse an Haustieren sprunghaft angestiegen. Das spüren auch die Tierheime, wie hier in Freiberg. Chefin Regina Otto konnte viele Hunde vermitteln. Doch sie hatte auch unseriöse Anfragen. Menschen wollten einen Hund vorübergehend leasen. Ja, man spricht vom sogenannten Übergangsdackel. Vorübergehend leasen. Und nach 2 Jahren kriegt man dann wieder ein aktuelles Modell. Viele sind dann doch überrascht, wie viel Arbeit das ist, so ein Hund. Und zwar rund um die Uhr. Man muss regelmäßig raus. Man muss mit diesen Tütchen die Haufen aufsammeln. Und wissen Sie, wie nasser Hund riecht? Genau, wie nasser Hund. Man muss den Hund auch erziehen. Das macht man auch nicht mal eben so nebenbei. Man sieht das ja im Park öfter mal, wenn das schiefgegangen ist, wenn dann nicht der Mensch den Hund ausführt, sondern der Mensch vom Hund an der Leine hinter sich hergezogen wird. Das sogenannte Gassi-Ski. Ist natürlich blöd, dass gerade jetzt, wo viele sich so einen Schnuffi anschaffen, vielerorts die Hundeschulen geschlossen haben. Wobei es ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Manche Hundeschulen sind auf, manche zu, manche haben Wechselunterricht. Einige Hundeschulen machen tatsächlich Homeschooling. Da werden dann Hund und Halter am Tablet unterrichtet. Der Hund lernt dann virtuell Stöckchen zu apportieren. Das heißt, man wirft das iPad ins Wasser und er bringt es zurück. Viele Hundehalterinnen können anfangs auch gar nicht einschätzen, wie sich dann so ein Hund entwickelt. 1,5 Monate dauerte es, bis sie sich bei der Züchterin ihrer Wahl einen Welpen aussuchen durfte. Jetzt, 9 Monate später, wiegt Brownie gut 30 Kilo und nimmt sich, was er will. Das ist so Brownies Lieblingsbeschäftigung, Sachen zu kauen. Ich hoffe, die Schlappen sind nicht das Einzige, was von ihrem Mann übrig geblieben ist. Und was ist, wenn Corona vorbei ist, wenn statt Homeoffice dann wieder der Job im Büro angesagt ist? Und wenn man dann in den Sommerurlaub will, müssen dann die Autobahnraststätten anbauen? Gibt es dann diese schlimmen Diskussionen, dass das Frauchen sagt, was sollen wir mit ihm machen? Ihn einschläfern? Und der Hund sagt, kannst du nicht machen, du bist mit ihm verheiratet. In Wuppertal, da dürfen manche Menschen gar nicht mehr aus dem Haus, egal ob mit oder ohne Hund, zumindest nicht mehr so aus dem Haus, wie sie es bislang immer durften. Lutz Polans und Patricia Kümpel. Regelmäßig gehen Wuppertaler Anwohner wie Hans-Peter Gretz durch ihr Gartentor nach draußen. Ein Unding. Schließlich gehört die Fläche dahinter der Stadt. Aber die hat eine praktische Lösung gefunden, solch renitente Rentner im Zaun zu halten. Die Stadt sagt, es ist unser Privatgrundstück. Sie haben das Recht, dem sie es nicht gestatten wollen, auch den Zugang zu verwehren. Punkt. Genau, denn um auf den Freizeitweg hinter seinem Gartentor zu kommen, läuft Herr Gretz seit 30 Jahren über den Grünstreifen. Ein Fehltritt, den die Stadt nicht mehr toleriert. Wir haben dann einen Zaun aufgestellt, weil man für die Benutzung öffentlichen Grundes einen Vertrag mit der Stadt abschließen muss. Eben, und weil Herr Gretz und seine Frau so einen Vertrag nicht haben und deshalb kein Geld für die Nutzung bezahlen, übertreten sie nicht nur öffentlichen Grund, sondern auch das Gesetz. Da das Gesetz für alle gilt, haben wir da den Zugang verunmöglicht sozusagen. Und die Stadtverwaltung hat ihre Verunmöglichkeiten voll ausgeschöpft. Zunächst kippt sie Herrn Gretz eine Fuhre Totholz vors Gartentor. Dann eine Betonschwelle. Und schließlich installiert sie den 2,10 Meter hohen Zaun. Und auch die Schleichwege der anderen Anwohner am 22 Kilometer langen Rad- und Fußweg hat die Stadt schon im Visier. Ich weiß nicht, wie viele Grundstücke da insgesamt sind, aber da guckt man natürlich auch peu à peu. Wir haben ja auch unsere Leute, die die Strecke kontrollieren. Ja, Kontrolle ist gut, abbauen ist besser. Denn überraschenderweise hat die Idee heftigen Bürgerwiderstand vom Zaun gebrochen. Und nun hat man den lieber wieder abmontieren lassen. Kostet ja nix in Wuppertal, der Stadt der unbegrenzten Verunmöglichkeiten. Vor einigen Tagen musste sich Olaf Scholz vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss verantworten. Also, das klingt jetzt so zerknirscht, er musste sich verantworten. Oh je, so war es ja nicht. Der Finanzminister war da und es ging ihm gut. Er war entspannt,
Daumen hoch. Ganz lässig, souverän. Und natürlich hat Scholz jede Verantwortung weit von sich gewiesen. Scholz sind immer die anderen, ist ja klar. Die BaFin zum Beispiel, in diesem Fall, die ist schuld. Er selbst will von nichts gewusst haben. Unangenehm für Scholz, der Ausschuss rügt ihn, weil er relevante E-Mails von seinen privaten Accounts vorenthalten habe. Er erklärt, er habe Zeitungsartikel weitergeleitet. Na dann. Das Beruhigende an einem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz ist ja seine Regierungserfahrung. Das Beunruhigende ist die Regierungserfahrung, die wir mit ihm gemacht haben. Zurücktreten wird Scholz natürlich nicht, das macht man heute nicht mehr. Frau macht das auch nicht mehr. Ursula von der Leyen, nur mal als Beispiel, hat für Millionen sinnlose Berater beschäftigt. Ist sie zurückgetreten? Nein. Zack, sind Beweise von einem Handy verschwunden und sie wurde nach Brüssel befördert. Oder Andreas Scheuer verbrät mal eben durch Blödheit 500 Millionen Steuergeld für die Pkw-Maut, um Verträge abzuschließen, die niemals zustande kamen. Ist er zurückgetreten? Natürlich nicht. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch an Scheuers Vorgänger im Amt des Bundesverkehrskaspers, Günther Krause. Ja, kennen Sie aus dem Dschungelcamp? Krause musste 1993 seinen Hut nehmen, nur weil seine Frau eine Putzhilfe zu 70% aus Fördermitteln des Bundes bezahlt hatte. Eine Putzhilfe. Für das Steuergeld, das Scheuer verbraten hat, könnte man 1 Million Putzhilfen finanzieren. Wäre auch nötig, um den ganzen Sumpf im Verkehrsministerium mal wegzuwischen. Oder Gregor Gysi, der als Berliner Finanzsenator zurücktreten musste, weil er berufliche Bonusmeilen privat genutzt hatte. Süß, oder? Philipp Amthor wiederum, der hat für ein amerikanisches Unternehmen Lobbyarbeit beim Wirtschaftsministerium gemacht und dafür Aktien als Lohn erhalten. Der ist jetzt CDU-Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern. Man sollte fair bleiben, ich bin sicher, Amthor, Scholz und Scheuer denken alle über Rücktritte nach. Halt nur nicht über ihre eigenen. Ist das eine besondere Fähigkeit? Ist man in der Politik heutzutage schmerzfreier als früher? Gibt es da vielleicht sogar was aus der Apotheke? Tobias Döll kennt die Antwort. Leiden Sie auch unter chronischem Politikversagen? Gepaart mit akuten Rücktrittsforderungen und schmerzhaften Untersuchungsausschüssen? Entschuldigung. Danke für die Frage. Wir haben ein Medikament, mit dem Sie diese lästigen Beschwerden ein für alle Mal loswerden können. Aperlin Politikdragés. Dank des einmaligen Lotus-Effekts lassen Aperlin Politikdragés alle lästigen Vorwürfe von Ihnen abperlen. Wow! Durch innovative Mir-Egal-Technologie werden Puls, Blutdruck und der Wert an politischer Verantwortung gesenkt. Ich bin sehr entspannt. So hilft Ihnen Aperlin zum Beispiel bei akuten Mautbeschwerden. Schon eine Pille reicht aus und Sie sind gegen alle Rücktrittsforderungen und unbequemen Fragen komplett immun. Dankeschön. Sie haben chronische Probleme mit sündhaft teuren Beraterverträgen aus Ihrer Zeit als Verteidigungsministerin? Keine Sorge, 2 Dragés Aperlin am Morgen vor dem Untersuchungsausschuss und all Ihre Schuldgefühle sind weg. Genau wie Ihre Handydaten für die Aufklärung des Skandals. Es sei aber nichts Wichtiges dabei gewesen, versichert das Verteidigungsministerium. Mit Aperlin gehen Sie als Politiker gelassen in jeden Untersuchungsausschuss. Einfach 4 bis 5 Pillen auf einmal schlucken und lästige Finanzskandale wie Wirecard kommen bei Ihnen nur noch als angenehmes Grundrauschen an. Aber Vorsicht, eine Überdosis Aperlin kann zu folgenden Nebenwirkungen führen. Versetzung nach Brüssel, überraschender Berufswechsel und in seltenen Fällen sogar zu Kanzlergrößenwahn. Ich freue mich über die Nominierung und ich will gewinnen. Aperlin Politikdragés. Bei Rücktrittsforderungen und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt, Ihren Anwalt oder Ihren externen Berater. Das war Extra. Jetzt kommt Shea Krömer und zwar mit Thorsten Sträter als Gast. Sollten Sie nicht verpassen, ein wirklich beeindruckendes Stück Fernsehen. Bis nächste Woche. So, was jetzt? Zuerst in die eine Ecke deuten. Da gibt es noch mehr von Extra 3. Dann in die andere Ecke deuten. Da kann man abonnieren. Wichtig, das mit der Glocke sagen. Okay. Das mit der Glocke. Das alles bitte locker, fröhlich und entspannt. Hehehehe.